und erteile der Frau Abgeordneten Eva-Maria Holzmann das Wort. Holzleitner, natürlich. Dankeschön, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, werte Frau Staatssekretärin. Wie geht's dir? Super, danke. Gerade ein bisschen stressig. Alles okay. Bei mir ist alles gut. Das sind die Standardantworten, die man auf die Frage, wie geht es dir, oftmals bekommt. Was aber nach wie vor stigmatisiert ist, sind Antworten wie, ich glaube, ich habe Depressionen. Ich verletze mich selber, denn ich bin komplett fertig. Ich weiß nicht mehr ein und aus. Ich habe große Angst und Sorgen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und das hat das Mental Health Jugendvolksbegehren versucht aufzubrechen. Und ich denke, es ist den Proponentinnen auch ein Stück weit gelungen. Herzlichen Dank dafür. Es ist wichtig, dass wir nach mehreren Jahren Pandemie über das Thema psychische Gesundheit, insbesondere von jungen Menschen, sprechen, es in den Fokus rücken. Deshalb unterstützen wir auch den Antrag der Regierungsfraktionen und finden auch, dass das Projekt Gesund aus der Krise wichtig ist. Warum ist es wichtig? Weil gerade die ersten 2 Jahre der Pandemie man so gut wie gar nicht auf die Bedürfnisse von jungen Menschen eingegangen ist, ihre Bedürfnisse mehr oder weniger ignoriert hat. Und das hat auch zu dieser Situation geführt, dass mittlerweile jede dritte junge Person von psychischen Problemen auch betroffen ist. SOS Kinderdorf sagt, dass nach wie vor 70.000 Therapieplätze bei Psychologinnen für Kinder und Jugendliche in Österreich fehlen. 70.000 Plätze, 70.000 Therapieplätze. Das ist eine unglaublich große Lücke, wenn es darum geht, junge Menschen auch zu unterstützen. Und es ist Zeit, alles zu tun, um diese psychische Gesundheit hier auch in den Fokus zu rücken, durch die Bank zu heben. Es braucht Psychotherapie auf Krankenschein. Es braucht Psychotherapie auf Krankenschein. Es braucht flächendeckende Schulpsychologinnen und Schulsozialarbeit. Ja, sie wurde aufgestockt, aber wir wissen auch, dass es nach wie vor zu wenig ist, weil die Schule als Anlaufstelle auch wirklich viele, de facto alle Kinder und Jugendlichen auch abholt, wenn man die Berufsschulen dazu nimmt, wenn man alle Schultypen hinzunimmt. Und das wäre sehr wichtig. Und auch die Bundesjugendvertretung hat mit ihrer Kampagne Die Krise im Kopf eine 10-Punkte-Charta aufgelegt. 10 Punkte, die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen besser unterstützen sollen. Aber diese konkrete Charta findet sich nach wie vor nicht in der Umsetzung der Bundesregierung wieder. Und wir fordern, dass diese Charta der Bundesjugendvertretung auch tatsächlich umgesetzt werden muss. Wir wissen auch, dass ökonomische Engpässe dazu führen können, dass die psychische Gesundheit leidet. Egal ob der Mental Load bei Frauen oder Kinderarmut. Es sind reale Probleme, mit denen wir in Österreich konfrontiert sind. Und wir sehen hier zu wenig Lösungsansätze, um diese Probleme auch zu bekämpfen. Neben dem flächendeckenden, niederschwelligen Angebot und Anlaufstellen für Unterstützung braucht es den flächendeckenden Ausbau von Therapieplätzen, verstärkte Einsätze von Schulpsychologinnen, und diese müssen auch finanziell langfristig abgesichert sein. Es ist Zeit, hier dringlich zu handeln, liebe Bundesregierung, werte Kolleginnen und Kollegen der Regierungsfraktionen. Bisher ist zu wenig geschehen, das zeigen uns die Zahlen. Eva-Maria Holzleitner von der SPÖ, sie ist auch Bundesfrauenvorsitzende, solidarisiert sich quasi mit den Anliegen des Mental Health Jugendvolksbegehrens.